Heute ist der dritte Tag der Business Master of Face Reading Ausbildung. Es ist ganz großartig, dass meine Teilnehmenden, die ich ja letztes Wochenende hatte, heute mit mir den dritten Tag machen und gerade ist Pause. Wir haben schon ordentlich Stoff durchgenommen. Wir haben auch ganz viel wiederholt, denn ich lege viel Wert auf Wiederholen, 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 damit das hier präsent bleibt und nicht nur reines Vokabelpauken ist. Wir analysieren auch ganz fleißig anhand von Bildern und einer beschrieb auch, als ich fragte, wie es ihnen denn also nach den letzten beiden Trainingstagen ergangen sei. Er beschrieb, dass sie, als er Zug gefahren ist, dass er gar nicht mehr normal auf die Menschen schauen konnte. Er sei die ganze Zeit im Analysemodus gewesen, also ungewollt natürlich und innerlich. Er hat es ihnen ja nicht kundgetan. Aber das ist witzig, spannend und also auch wundervoll, das zu hören. Und das kenne ich ja selber auch, dass man in der aktiven Phase des Lernens eben eine ganz starke Wahrnehmung hat eben für andere Menschen, für andere Formen in den Gesichtern der Menschen. Und das legt sich irgendwann, dann geht es mehr ins Unterbewusstsein über, das, was du dazu gelernt hast, und dann machst du es fast gefühlt intuitiv. Tatsächlich hast du es ja irgendwann mal dann gelernt, bei mir hoffentlich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie das als Bereicherung empfinden, dass die Menschen jetzt einfach ganz anders mal angucken können. Wie geht's dir damit? Hast du auch Lust, das zu lernen? Ich setze demnächst eine neue Vortragsreihe auf und schau doch mal dann auf meine Seite und hier bleib in Verbindung und komm auch gerne mal vorbei zum Kennenlernen. Ein schönes Wochenende erst einmal.